Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, vor Ihnen liegt auf Drucksache 7/1136 die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Kommunal- und zum Landesfinanzbericht des Landesrechnungshofes sowie zur Entlastung der Landesregierung und des Landesrechnungshofes für das Haushaltsjahr 2015. Darin enthalten ist mein ausführlicher schriftlicher Bericht über die entsprechenden Beratungen im Ausschuss. Da viele der Abgeordneten der 7. Wahlperiode erstmals im Landtag vertreten sind, war es für sie auch das erste Entlastungsverfahren und dies mit dem Jahr 2015 zudem noch für ein Haushaltsjahr vor ihrer Zeit im Parlament. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass erst mit der förmlichen Entlastung der Landesregierung durch den Landtag der Haushaltskreislauf beendet ist. Ich meine damit jenen Prozess von der Haushaltsaufstellung über das Haushaltsgesetzgebungsverfahren, die Ausführung des Haushalts bis hin zur Kontrolle des Haushalts einschließlich der Rechnungslegung, Prüfung und Entlastung. Mit der Rechnungslegung und seinem Antrag auf Drucksache 7/103 hat der Finanzminister den Landtag um Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 gebeten. Der Landesrechnungshof hat diese Rechnungslegung sodann geprüft und im Landtag über das Ergebnis seiner Prüfung in seinem Jahresbericht 2016 berichtet. Der Finanzausschuss hat die beiden Teile dieses Jahresberichts 2016 mithin den Kommunal- und den Landesfinanzbericht 2016 in insgesamt 8 Ausschusssitzungen mit Vertretern des Landesrechnungshofes und der Ministerien sehr intensiv beraten und teils sicher auch kontrovers diskutiert. Ich erinnere an dieser Stelle nur an die Diskussion im Ausschuss zur laufenden Nummer 15 des Landesfinanzberichts mithin zur Ausgestaltung des Versorgungsfonds und der Versorgungsrücklage. Während sich Landesregierung, Landesrechnungshof und die Abgeordneten noch dahingehend einig waren, dass eine Vorsorge für die künftig zu zahlenden Beamtenpensionen getroffen werden muss, bestand hinsichtlich der Frage der Art und Weise der Ausgestaltung dieser Vorsorge keine Einigkeit aller Beteiligten mehr. Der Landesrechnungshof hat insoweit insbesondere moniert, dass der Versorgungsfonds nur noch sogenannte Schuldscheine des Landes enthält, für die ein fiktiver Zinssatz von 4% gezahlt werde. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes stellt sich jedoch lediglich eine Sonderzuführung an den Fonds dar und sollte daher auch so benannt werden. Mehrere Ausschussmitglieder, sowohl seitens der Koalition als auch der Oppositionsfraktion, haben hierzu ausgeführt, dass man diese Kritik des Landesrechnungshofes zwar formal nachvollziehen könne, es sich aber letztlich um den sprichwörtlichen Streit um des Kaisers Bart handeln würde. Letztlich sind nämlich beide Wege, also die Verzinsung von nicht handelbaren Schuldscheinen des Landes mit 4% als auch das Veranschlagen einer jährlichen Sonderzuführung an den Fonds, rechtlich möglich. Und wie Sie der Ihnen vorliegenden Beschlussempfehlung entnehmen können, empfiehlt der Finanzausschuss unter anderem, dass sich der Landtag nochmals ausdrücklich zu dem von ihm zur Verringerung der impliziten Verschuldung eingerichteten Versorgungsfonds bekennen soll. Auch wenn wir in diesem Punkt nicht der Auffassung des Landesrechnungshofs gefolgt sind, empfehlen wir Ihnen dennoch zu einer Vielzahl seitens des Landesrechnungshofes festgestellter Mängel bestimmte Ersuchen an die Landesregierung zu richten, um künftiges Fehlverhalten der öffentlichen Verwaltung zulasten des Landeshaushaltes weiter zu verringern und letztlich ganz zu vermeiden. Und welchen Wert der Finanzausschuss den Prüfungsberichten und Ergebnissen und Empfehlungen des Landesrechnungshofes insgesamt beimisst, können Sie sehr eindrucksvoll am Umfang der Ihnen vorliegenden Beschlussempfehlung erkennen. Der Finanzausschuss legt Ihnen einen Entschließungstext von mehr als 3 Seiten zu verschiedensten Prüfungsfeststellungen vor. Ich denke, eindrucksvoller kann man die Arbeit des Landesrechnungshofes kaum würdigen. Angesichts des Umfangs des Entschließungstexts sowie der ebenso umfänglichen, aber durch den Ausschuss mehrheitlich abgelehnten Entschließungsanträge der Fraktion der AfD und der Fraktion Die Linke möchte ich auf diese nicht im Detail eingehen und Sie auf meinen vorliegenden schriftlichen Bericht verweisen. Der Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2015 hat der Finanzausschuss im Ergebnis seiner Beratung mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktion der AfD und bei Enthaltung seitens der Fraktion Die Linke mehrheitlich zugestimmt. Die Entlastung des Landesrechnungshofes für das Jahr 2015 empfiehlt der Finanzausschuss hingegen einstimmig. Darüber hinaus hat der Finanzausschuss der Beschlussempfehlung auf Drucksache 7/1136 insgesamt einvernehmlich zugestimmt. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie nunmehr noch abschließend um Ihre Zustimmung zur vorliegenden Beschlussempfehlung bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.